Menschen und Computer in der Hochschullehre. Chancen, Fallen und Wege. Ich möchte erstmal anfangen mit dem Ziel und dem Problem, worum geht es überhaupt? Das vergisst man gerne. Man ist so vertieft in die Technik. Was wollen wir alles machen? Was können wir alles jetzt hübsch, glitzy, shiny machen? Einmal kurz zurück, wozu das Ganze sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll ist, dass ich mich dann immer wieder darauf beziehen kann. Also erstmal geht es um Ziel und Problem. Dann ganz viele Chancen und Fallen. Was habe ich alles ausprobiert? Was habe ich gelernt, was nicht geht? So wie Edison. Ich habe 2000 Arten gefunden, wie die Glühlampe nicht funktioniert. Ich hoffe, ich habe zwischendurch auch ein paar Arten gefunden, wie sie funktioniert. Sie müssen nicht alle 2000 nachmachen und auch auf die Nase fallen. Deshalb möchte ich Ihnen einige Fallen auch mitgeben. Fehler, die Sie nicht machen müssen. Und zum Schluss dann eben einen Vorschlag für Wege, wie man seine Lehre digitalisieren könnte, etwas digitaler machen könnte. Vielleicht auch nur in kleinen Schritten. Erstmal Ziel und Problem. Das vergessen wir gerne. Also es geht darum, die PQ-Formel zu beherrschen, es geht darum, Bruchrechnen zu beherrschen, was in den ersten Semestern schon schwierig ist. Dann geht es vielleicht irgendwann um Differentialgleichungen, es geht um verschiedene Arten bei uns, Elektrotechnik von Generatoren, es geht um Simulationen und schlimmere Geschichten. Es geht darum, wie eine wissenschaftliche Konferenz funktioniert, wie ein Paper aufgebaut ist und so weiter und so weiter. Ich hätte aber auch gerne sowas zur Arbeitsweise, zur Zusammenarbeit. Wie kriegt man andere Leute dazu, dass sie vernünftig mitarbeiten in einem Projekt? Die meisten lernen in Projekten, wie sie sich wegducken. Das ist nicht so gut. Wie kriegen wir die Studentinnen und Studenten dazu, dass sie lernen, wie sie einander zum Arbeiten bringen? Dass alle gleichmäßig mitarbeiten. Gewissenhaftigkeit, ist das ein Persönlichkeitszug oder kann man es üben? Ich hoffe, man kann es auch ein bisschen üben. Aber dann auch sowas wie Haltung und Selbstbewusstsein. Ethisches Verhalten, wenn der Chef ankommt und sagt, ich hätte gerne eine Software, mit der wir durch den Test kommen. Er erkennt, dass da gerade der Test läuft und dann wird der Motor umgeschaltet. Wenn der Chef mit sowas ankommt, dass man dann sagt, vergiss es mit mir nicht. Diese Haltung zu haben, auch die Ethik dahinter, auch das ist Aufgabe der Hochschule, dass die Studentinnen und Studenten sowas erlernen, sowas erwerben. Und das geht natürlich nicht, indem ich eine Veranstaltung Ethik mache oder eine Veranstaltung Selbstbewusstsein mache. Das muss überall vorkommen. Das muss überall eingebaut sein. Das muss aus allen Poren kommen. Ich möchte, dass wir das im Hintergrund behalten, wenn es um E-Learning geht und um Digitalisierung geht. Das große Ganze, was ist eigentlich der Job einer Hochschule, was die Lehre angeht. Das zum Ziel. Was ist das Problem? Es gibt ja von Rolf Schumeister diese Studien immer wieder zur realen Workload der Studentinnen und Studenten. Was tun die denn überhaupt wirklich? Und dann stellt man fest, ups, das ist ja überhaupt gar kein Vollzeitjob. Alle klagen. Es gibt Studiengänge, wo die Klage berechtigt ist, aber in den meisten Studiengängen ist die Klage nicht berechtigt. Die Studentinnen und Studenten tun viel zu wenig. Da fragt man sich, warum ist denn das so? Müssten die nicht mehr tun? Eigentlich für unsere Planung, für das Curriculum stellen wir uns ja vor, das ist ein Vollzeitjob. Und das kann dann nicht funktionieren, wenn es kein Vollzeitjob ist. Da knirscht also was. Einige Studentinnen und Studenten arbeiten vielleicht nur 10 Stunden, kriegen eine 1 zum Schluss. Andere arbeiten 60 Stunden die Woche, kriegen eine 5 zum Schluss. Das geht schief. Irgendwas läuft da schief. Da haben wir zumindest ein dickes Problem. Ich will Sie aber warnen, sofort eine Falle. Wenn Sie jetzt glauben, oh, wir machen digital und dann ist alles in Ordnung. Ich zitiere mal den Kollegen Nacken von der RWTH. Die haben ja schon seit einiger Zeit auch Flipped Teaching. Und er sagt dann eben, für den einen Fachbereich, ein Drittel der Studis ist dann einfach mal weg bei Flipped Teaching. Also Sie können nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, wir machen es digital und sofort funktioniert es. Es gibt so einige Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, sonst geht das daneben. Ich wollte auch insbesondere auf diese ganzen Randbedingungen eben eingehen. Was geht alles daneben? Was habe ich gelernt, was schief geht? Also man kann jetzt nicht sagen, digital und dann ist alles gut. Vorsicht! Nach den Vorbemerkungen, Chancen und Fallen, was könnte Digitalisierung bieten, was bietet Digitalisierung und wo müssen wir vorsichtig sein, wenn wir das anwenden, damit es nicht nach hinten losgeht. Fangen wir an mit Vielfalt und Flexibilität. Man kriegt Lernmaterialien jetzt immer und überall, es sei denn, man ist auf dem Lande und hat eine schlechte Internetverbindung oder gar keine Internetverbindung, aber theoretisch immer und überall in beliebigen Mengen. Mir ist klar geworden, ich muss doch nochmal zeigen, wie das bei mir aussieht. Da bin ich, so sieht das dann bei mir aus. Das sind also diese, keine Ahnung, mehreren tausend Videos. Und dann kann man da eben durchgehen und sich angucken. Oh, das ist relativ kurz geworden. Aber Sie sehen, da gibt es dann auch Semester, wo dann eben 14 Stunden an Videos stehen. Und ich sage meinen Studentinnen und Studenten, was sie sich vorher angucken müssen. Das können sie sich angucken, wann sie wollen.
Hauptsache vor der Veranstaltung. Und die einzelnen Videos sehen dann vielleicht so aus. Auch total leiser hier. Einfach nur so ein mitgeschriebenes elektronisches Tafelbild. Die Software kann ich gleich auch mal zeigen. Das ist auch eine selbstgeschriebene Software. In jüngeren Jahren eine selbstgeschriebene Software. Das reicht einfach. Das kann man relativ schlank produzieren. Wie dem auch sei, können Sie auch noch hier direkt reinspringen, wenn Sie wollen. Das ist Flexibilität, dass man diese Unmengen an Material hat, nicht nur von mir, sondern auch von den ganzen anderen Leuten, die ihre Sachen ins Internet stellen. Bei mir kann man sie auch direkt runterladen, also es gibt da die direkte Ansicht, wo man sagt, okay, da gucken wir rein und dann kann man den ganzen Kram sofort runterladen, wenn man will. Und dann hat man es vielleicht etwas kostengünstiger auf seinem Handy. Das meine ich mit Flexibilität insbesondere, dass man immer und überall an dieses Material kommt, notfalls sogar einfach per Download. Für die Studentinnen und Studenten ist das Problem, sie müssen denen schon sagen, was angesagt ist. Sie können sie nicht ertrinken lassen in diesem Wahnsinnsangebot, dass sie sich da irgendwo was zusammen googeln, vor allen Dingen irgendwelche Halbseiten und Sachen, die nicht wirklich gut stimmen, das wollen sie nicht, das benötigt Anleitung. Wenn sie einfach irgendwas ins Netz stellen, zum Beispiel Quiz, Übungsaufgaben, können sie davon ausgehen, die werden im Zweifelsfall nicht gemacht. Es muss alles sinnvoll eingebettet sein. Prokrastination ist ein großes Problem, das habe ich dieses Semester auch wieder erlebt. Prokrastination auf Deutsch auf Schieberitis. Ich stelle ja, weil ich seit 5-6 Jahren in all meinen Veranstaltungen Inverted Classroom mache mit den Videos, stehen ja die ganzen Videos der alten Jahre bereit. Die Studentinnen und Studenten wissen, wo sie die finden. Und dann gab es dieses Mal sehr deutlich das Phänomen. In den Veranstaltungen, in denen der Prüfungstermin auf den späteren Termin gelegt worden ist, irgendwann im April statt auf den Februar, wurde schlagartig nach Bekanntgabe der Prüfungstermine die Veranstaltung leerer. Also die Studentinnen und Studenten erkennen schon sehr schnell, dass man strategisch drangehen kann. In den Veranstaltungen, in denen es Videos gibt, in denen die Prüfung später ist, ist man im Zweifelsfall da nicht da, weil es gibt ja die Videos. Wir konzentrieren uns mal auf die anderen Veranstaltungen. Seien Sie vorsichtig. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, wenn man Materialien bereitstellt, kann es sein, oder ich erlebe es eben auch, dass Studentinnen und Studenten plötzlich weg sind. Das geht nach hinten los. Da müssen Sie dafür sorgen, dass das aufgefangen wird. Und dann gibt es das grundsätzliche Problem mit Videos, insbesondere wenn die so schön, charmant, einfach gemacht sind, dass die Studentinnen und Studenten glauben, es sei alles total billig und einfach und sie hätten es jetzt verstanden. Lernillusionen. Gibt es auch einiges an Forschung dazu. Ich wollte jetzt nicht 1000 Fußnoten machen. Also man muss tatsächlich gucken, wenn Sie hören von den Studentinnen und Studenten, ich habe mir das Video angeguckt, ich habe es verstanden, können Sie das nicht unbedingt glauben. Das muss man erstmal überprüfen, ob das geht. Das zur Flexibilität, zur Effizienz, nächster Punkt, aus der Sicht der Lehrenden, Effizienz. Der Computer macht das automatisch, wunderschön, eine Maschine arbeitet für uns, wir sind ja meist verbeamtet, dann werden wir auch nicht so schnell den Job los, dann haben wir keine Angst davor, die nächste Generation hat eher ein Problem damit. Aber eigentlich findet man ja erstmal Effizienz wunderschön. Effizienz spart uns Arbeit, zum Beispiel beim Üben, Übungsaufgaben elektronisch ohne Ende, Tag und Nacht, die wir nicht korrigieren müssen. Das ist zum Beispiel hier, so sieht es etwas hübscher aus einem meiner MOOCs bei On Campus in Lübeck. Mitten in so einem Video taucht eine Frage auf, die man beantworten darf, nicht muss. Könnte man auch machen, aber man darf sie dann beantworten. So eine Frage mitten im Video ist etwas charmanter, als wenn Sie erst das Video beenden und dann kommt eine neue Seite und dann kommt eine Frage, die vielleicht gar nichts mit dem Video zu tun hat. Das System nennt sich H5B, ist Open Source. Relativ einfach zu verwenden. Als Idee für Übungsaufgaben, die Maschine macht, für unser eins als Lehrende, die wir nicht selbst machen müssen. Wenn man das weitertreibt, wenn Sie einen großen Aufgabenpool haben, elektronischerseits habe ich noch nicht, aber ich höre es von anderen Leuten, dass sie sowas zumindest planen. Wenn sie einen großen Aufgabenpool haben, können sie natürlich sagen, wir stellen diesen Aufgabenpool frei. Keine Ahnung, 5000 Aufgaben. Jeder kann, wenn immer er will, sich diese Aufgaben angucken und Aufgaben lösen. Die sind öffentlich und die Klausur ist einfach eine Auswahl von 20 von diesen 5000 Aufgaben. Wenn ihr die könnt, wunderbar. Und das würde dann auch bedeuten, dass man Prüfungen on demand machen kann. Zum Beispiel, dass ein spezieller Raum eingerichtet wird in der Hochschule unter Aufsicht mit PCs und wer auch immer jetzt seine Mathematik 2 Prüfung machen will, am 5. Dezember oder was, geht da hin um 18 Uhr abends und macht da seine Mathematikprüfung, unabhängig von allen anderen. Könnte man sich vorstellen. Solche Möglichkeiten haben wir dann, wenn der Rechner uns zum Beispiel Teile des Prüfens abnimmt, insbesondere diese simplen Teile des Prüfens abnimmt.
Effizienz ist auch, Materialien von anderen zu nutzen. OER, das Thema kommt heute ja noch, die offenen Ressourcen. Aber dann sagen die meisten Lehrenden nach meiner Erfahrung, das haben wir sowieso immer schon gemacht, wir haben doch einfach Sachen aus Lehrbüchern kopiert. So what? Müssen wir vielleicht dann im Laufe des Tages nochmal drauf eingehen. Also das ist wahrscheinlich nicht der Punkt, der die meisten Leute effizienztechnisch überzeugen würde, glaube ich. Problem ist die Wertschätzung. Wenn Sie Ihre Studentinnen und Studenten vor den Rechner setzen, signalisieren Sie eigentlich, dass Sie keine Zeit dafür haben, sich mit denen auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und wenn man es ganz weiter treibt, es gibt ja solche Versuche, Hausarbeiten automatisch nachzugucken, automatisch zu bewerten. Stellen Sie sich vor, wir haben das tatsächlich in 5 Jahren vernünftig funktionierend. Der Rechner guckt die Hausarbeit nach und bewertet die Hausarbeit. Macht es dann auch überhaupt Spaß, eine Hausarbeit zu schreiben? Heute ist das schon ein Problem. Man schreibt eine Hausarbeit für eine Leserin, einen Leser im Endeffekt. Das macht schon wenig Spaß. Aber stellen Sie sich vor, Sie schreiben die Hausarbeit für 0 Leserinnen, Leser, weil der Computer das bewertet. Problematisch, muss man drüber nachdenken. Wir sind noch nicht wirklich da, aber wir kommen definitiv dahin. Die Kommunikation, das Internet, das Handy als Kommunikationsmittel ist natürlich extrem schnell, extrem flexibel, extrem weitreichend. Die 24-stündige, 7-Tage-die-Woche Sprechstunde, man muss nicht mehr anstehen, Montagnachmittags um 17 Uhr oder zwischen 17 und 18 Uhr nicht mehr anstehen bei der Sprechstunde, sondern die Lehrenden sind immer zu erreichen und im Zweifelsfall antworten sie auch schnell. Was ich persönlich sehr spannend finde, ist, Gäste virtuell in Veranstaltungen reinzuholen. Das war vor den Zeiten von Videokonferenzen oder als Videokonferenzen extrem aufwendig waren, war das auch keine Möglichkeit. Heute kann man einfach in, insbesondere zum Beispiel Masterveranstaltungen, fortgeschrittene Veranstaltungen, nicht so unbedingt in die Mathematik, das passt vielleicht nicht so, tatsächlich Leute aus Unternehmen reinholen oder aus der Forschung reinholen und mit denen mal einfach 45 Minuten Lehrveranstaltung machen. Das ist extrem spannend, auch für die Studentinnen und Studenten und extrem hilfreich. Zusammenarbeit zwischen den Studentinnen und Studenten, die können ja im Prinzip zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht an der Hochschule sind. Sie müssen sich nicht dazu treffen, sondern jeder bleibt in seinem Dorf und man tauscht sich per Internet aus. Ich hatte so ein Beispiel mal genommen, Stack Exchange, wo das dann wirklich funktioniert. Die Zusammenarbeit auf doch sehr hohem physikalischen Niveau, wo es dann um irgendwelche Sachen aus der allgemeinen Relativitätstheorie geht, vernünftig geschrieben, vernünftig getecht für die Profis unter uns, mit sehr ausführlichen Antworten. Da scheint was zu gehen, offensichtlich, was die Zusammenarbeit angeht, hinweg über alle Grenzen, hinweg über Tageszeiten und Wochentage. Das Ganze ist nicht unkritisch. Die Fallen, wenn Sie es mal ausprobiert haben in eigenen Lehrveranstaltungen, Studentinnen und Studenten sollen zu einem Forum beitragen auf der eigenen Lehrplattform. Dieses Forum bleibt typischerweise leer. Der Tutor, die Tutorin postet ein bisschen was. Vielleicht gibt es noch 2, 3 Antworten und dann bleibt es normalerweise dabei. Auch das muss extrem begleitet sein, das muss extrem eingebettet sein, sonst wird es nicht starten. Diese großen Foren und genauso in den offenen Online-Kursen, das geht besser, weil Sie da Tausende an Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Irgendwer wird eine Antwort geben, irgendwer wird posten. Von diesen Tausenden ist ein kleiner Bruchteil, der sich da meldet in so einem Forum. Und dann ist das Forum belebt, wenn Sie nur 30 Leute in der Veranstaltung haben. Und davon nimmt 1 Promille teil. Sie können selber rechnen, das wird nicht funktionieren. Also diese massive Größe scheint nötig zu sein, dass Foren automatisch laufen. Wenn es nicht so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, müssen Sie was dafür tun, damit so ein Forum läuft. Und mit der Sprechstunde 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, das ist auch nicht unproblematisch. Ich habe mir inzwischen zur Angewohnheit gemacht, dass ich die Fragen der Studentinnen und Studenten sortiere. Welche sollte ich sofort beantworten und welche sollte ich lieber nicht sofort beantworten, damit die mal selbst drüber nachdenken. Wenn sie immer sofort Antworten geben, abhängig von der Frage, könnte es auch sein, dass sie jeglichen Denkprozess unterbinden. Also vorsichtig an der Stelle. Das Nutzungsverhalten. Digitale Medien gelten als das, was die moderne Generation, die jungen Generationen den ganzen Tag nutzen. Das Handy ist immer dabei und auch immer an. Spiele, alles Neue, mit dem man rumspielen kann, kommen wunderbar an. Bei vielen zumindest kommt das an. Die Idee ist, dann können wir sie damit zum Lernen verführen. Wir verkaufen ihnen das, was sie lernen sollen, zum Beispiel in Form eines Spiels oder unter einer schönen Oberfläche.
mit Zuckerglasur. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Aachen. In Aachen gibt es, RWTH, gibt es diverse teuer produzierte Serious Games, Spiele, mit denen man was lernen soll. Ernsthafte Spiele, Serious Games. Und dann sehen Sie hier also, man muss zur Prüfungszulassung 50% der Blätter haben und 50%, ja, vor Weihnachten 50% der Blätter nach Weihnachten. Die Präsenzübung und 18 Missionen in Codescape. Stellen Sie sich das vor. Das ist so, keine Ahnung, Sie müssen im so und so vielen Level bei irgendeinem Spiel sein, als Voraussetzung die Prüfung machen zu dürfen. So sieht das dann in Aachen plötzlich aus. Also die haben ihr eigenes Spiel da programmieren lassen, Codescape. Da soll man ihn programmieren üben, um irgendein Raumschiff zu retten. Aber Sie sehen sofort schon, Neuigkeitseffekt, es gibt eine Abnutzung. Auch das hört man von den Kollegen aus Aachen. Es gibt dann jetzt solche Serious Games in diversen Studiengängen, aber das ist kein Selbstläufer. Sie können jetzt nicht davon ausgehen, dass, weil das ein Spiel ist, dass die Studentinnen und Studenten jetzt Tag und Nacht dieses Spiel machen. Sie müssen es tatsächlich zur Pflicht machen. Man muss 18 Missionen in Codescape gemacht haben, sonst wird es nicht funktionieren. Also man kann am Anfang auf so einen Neuigkeitseffekt setzen, aber es ist ein Neuigkeitseffekt. Das flaut ab. Es passiert nicht automatisch. Zum Nutzungsverhalten noch weiter. Ablenkung, das wissen Sie sowieso. Sobald Smartphones auf dem Tisch sind, sobald Notebooks auf dem Tisch sind, dann ist eben doch WhatsApp auf und es ist doch Facebook auf und oder es kommen irgendwelche Notifications aus dem Hintergrund. Diese Gerätschaften sind extrem ablenkend. Und man muss vorsichtig sein, so der Volksmund redet von den Digital Natives, die das doch alle mit der Muttermilch aufgenommen haben. Wenn man dann Studentinnen und Studenten bittet, ZIP-Dateien zu entpacken, oder ich merke das bei mir im Master, da kommt in der Mensch-Maschinen-Interaktion kommt sowas vor, wie funktioniert eigentlich das Web, was ist HTML, was ist JavaScript, was ist CSS, so die ganz basalen Sachen, das wissen die Studentinnen und Studenten nicht. Die gehen damit um, Tag und Nacht. Seit ihrer Geburtsstunde gehen die damit um, Tag und Nacht. Aber sie dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass die wirklich wissen, was da passiert auf dem Handy. Auch das muss man tatsächlich alles mal beigebracht bekommen oder sich selbst erarbeitet haben. Also vorsichtig mit den Digital Natives. Die können im Zweifelsfall weniger, als unser eins so annimmt. Die Öffentlichkeit. Digitalisierung, digitale Medien schaffen Öffentlichkeit. Einerseits für uns Lehrende, wenn ich Videos auf YouTube stelle oder auf andere Seiten stelle. Aber auch für Studentinnen und Studenten. Das Arbeiten öffentlich werden. Was haben Sie denn gemacht? Ist das brauchbar? Ist das nicht brauchbar? War das toll? Ist das nicht toll? Man bekommt Rückmeldungen, auch Korrekturen. Das ist, gleich geht es ja noch um Qualität bei OER. Solche Korrekturen sind extrem hilfreich. Wenn dann mal nach 4 Jahren jemand merkt, dass ich irgendwo was physikalisch verbockt habe, immerhin merkt es jemand nach 4 Jahren. Wenn Sie das im kleinen Kreise haben, gedeckelt haben, wird es nie jemand merken. Weil dann immer nur ein paar Leute drauf gucken. Wenn Tausende drauf gucken, wird hoffentlich jemand mal merken, was faul dran ist. Und es ist auch ein Ansporn, wenn Sie von draußen Rückmeldungen kriegen, danke, jetzt habe ich endlich meinen Bachelor bestanden. Das freut einen natürlich, das mal zu hören. Von den eigenen Studentinnen und Studenten hört man das im Zweifelsfall nicht, die sind das ja so gewöhnt. Aber von draußen kriegt man tatsächlich auch mal Lob. Sie kriegen nicht nur Lob, Sie kriegen auch, das haben Sie natürlich sowieso wegen Fake News und so weiter mitgekriegt. Das Internet ist auch böse, das Internet ist nicht nur gut. Es gibt sehr viele verwirrte Leute auf dem Internet. Es gibt sehr viele Trolle im Internet, die sehr unschöne Sachen posten. Man kann sie dann recht schnell sperren, aber trotzdem wird man erstmal damit konfrontiert. Insbesondere, wenn man heikle Themen hat. Ich habe was zur Windenergie. Sie können ahnen, was man da so postet. Ich habe auch was aus Hobbygründen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Da gibt es dann auch einige Leute, die was zu Raum und Zeit da unbedingt posten müssen. Also je heikler ihre Themen werden, umso mehr von diesen komischen Beiträgen werden sie bekommen. Damit muss man leben. Ich möchte Sie nur darauf hingewiesen haben, dass das passiert dann. Je öffentlicher das ist, was Sie machen, umso mehr Zeit werden Sie reinstecken. Geht zumindest mir so. Die reine Produktion, haben Sie gerade gesehen, die reine Produktion ist einfach nur Tafelbild elektronischerseits mitgefilmt. Das ist ein Witz von der Produktion her. Was dann passiert ist, zumindest bei mir, wenn ich weiß, es werden sich ein paar tausend Leute das angucken, dass ich tatsächlich endlos recherchiere, dass dieses Video nicht nur 99,9%ig ist, sondern 99,999%ig ist. Und Sie wissen, jede 9 nach dem Komma kostet irgendwie, keine Ahnung, Faktor 2, Faktor 3 an Arbeitszeit. Das ist das Problem, wenn Sie es öffentlich machen. Man fängt dann an, wie wild nachzugucken, ob man das auch wirklich richtig hat. Ist die Aussprache aller Namen richtig zum Beispiel? Das wird sofort kritisiert, wenn Sie Namen falsch aussprechen. Und natürlich alle Rechenwege, alle Modelle und so weiter.
Nachbereitung, wenn Fehler drin ist, sowas zu schneiden, auch das kostet dann Zeit. Wenn Sie das nicht öffentlich machen, mitschneiden und es nicht öffentlich machen, ist das viel einfacher. Dann, wie soll ich sagen, versendet sich das. Ich denke, dass die meisten Studentinnen und Studenten damit leben können, dass manche Sachen eben nur 99,9%ig und nicht 99,99%ig sind. Aber wenn Sie es öffentlich machen, haben Sie ein kleines Problem damit. Und dann gibt es, habe ich an vielen Stellen den Eindruck, das Phänomen, wenn Sie Sachen öffentlich machen, dass Sie plötzlich anfangen zu schielen. Wie viele Leute haben sich das denn heute angeguckt? Wie viele Leute haben das abonniert? Dass es nicht mehr nur darum geht, dass das richtig und brauchbar und sinnvoll ist und dass man auch die richtigen Verweise hat, wer wann was gemacht hat und so weiter, sondern dass es plötzlich darum geht, wie kriege ich das ans Publikum, wie kriege ich das vermarktet. Und das halte ich für sehr gefährlich. Es gibt auf YouTube doch viele Sachen, die sich extrem anbiedern, wo mit sehr viel Klamauk, sehr banal, in Anführungszeichen, erklärt wird. Finde ich gefährlich. Da muss man sich im Zaum halten und dann einfach sagen, okay, dann ist meins eben nicht das Beliebteste, aber dafür ist meins das Korrekteste und das Sinnvollste. Was aktuell gepusht wird als Thema Anpassung, Adaption, wie passe ich automatisch Lernmaterial, oder nicht ich, wie passt der Computer auch Lernmaterial an Studentinnen, an Student an? Zum Beispiel im Sinne des Mastery Learnings, das ist ein uralter Begriff, Lernen bis zur Meisterschaft, dass man nicht so husch, husch immer durch alle Themen durchgeht, sondern dass man, wenn man sagt, hier ist Mathematik-Vorkurs bei uns, wenn die Grundrechenarten angesagt sind, okay, dann lernen wir jetzt Grundrechenarten, bis das sitzt und danach lernen wir Brüche, bis das sitzt, bis zur Meisterschaft. Das ist ja nicht, was man typischerweise an der Hochschule macht. Wäre schon eine Anpassung an die Studierenden. Also sagen, okay, du brauchst jetzt noch mal 2 Wochen mehr für Bruchrechnen, weil du warst 3 Jahre im Beruf und hast niemals mehr Bruchrechnen gebraucht. Extrem wichtig, finde ich, für die Motivation, Kompetenz erleben. Motivation entsteht insbesondere daraus, dass ich merke, ich kann was. Das ignorieren wir grundsätzlich, glaube ich, an den Hochschulen. Dass die Studentinnen und Studenten merken müssen, die können was. Die meisten, glaube ich, kommen mit dem Gefühl aus der Hochschule raus, ich kann jetzt alles, oder ich habe alles Mögliche gehört, aber ich kann nichts. Ich kann eigentlich gar nicht. Ich habe was von Differentialgleichungen gehört und ich habe was von Wechselstrom gehört, aber ich weiß nicht mal, wie ein Toaster funktioniert. Mal erlebt zu haben, dass man wirklich etwas kann, auch das gehört dann zu diesem Mastery Learning. Ich kann Bruchrechnen. Ja, ich weiß, dass ich Bruchrechnen kann und ich kann Differentialgleichungen lösen und ich weiß, dass ich das kann. Extrem wichtig für die Motivation. Das kann man manuell machen, die Anpassung, oder gemischt machen. Das machen wir so zum Beispiel in unseren Mathematikvorkursen, dass wir die Studentinnen und Studenten zum Beispiel alle in die Mensa setzen oder in andere Räume setzen. Es gibt Tutoren, die rumlaufen und die Studentinnen und Studenten betreuen. Es gibt meine Videos zum Beispiel, darauf weisen wir hin, es gibt meine Videos, um sich die Sachen beizubringen. Es gibt Aufgabenzettel und dann nehmen die Tutorinnen und Tutoren kleine Tests ab und zu sagen, okay, Buchrechnen klappt bei dir, Proportionalität klappt bei dir und so weiter. Und wer mit einem Block fertig ist, kann den nächsten Block machen. Dann haben wir die Lernmaterialien elektronisch, die Prüfung und Betreuung durch Tutorinnen und Tutoren. Der nächste Schritt ist dann natürlich, Prüfung und Betreuung auch, diese Anpassung auch automatisch zu machen. Dann wird es von der Produktion her schon schwierig. Dann brauchen Sie Tests drin, um festzustellen, ist es denn jetzt schon angekommen, wie man 2 Brüche addiert. Und dann muss verzweigt werden, ist noch nicht angekommen, was genau ist schief gelaufen, hat man die irgendwelche Zähler addiert, Nenner addiert und die üblichen Sprenzchen, die schief gehen können. Wenn Sie das programmieren wollen, haben Sie sehr viel zu tun. Es gibt einige Anbieter, die sagen, sie haben es eingebaut, aber man kann nicht reingucken, was jetzt wirklich in diesem Sinne adaptiv ist. Sprechen einem das dann nur. Es wird auf jeden Fall eher teuer, wenn man das macht. Und für Spezialfächer, ich denke gerade an meine Windenergie oder sowas, wer wird so einen Kurs dann bauen? Das Ganze, wenn es elektronisch ist, ist natürlich datenschutzmäßig eine mittlere Katastrophe, wenn man wirklich dann von jeder Studentin, jedem Studenten einsammelt, am so und so vielten ist diese Addition 2 Brüche schiefgegangen und diese PQ-Formel ist schiefgegangen und so weiter und so weiter. Da sammelt man doch sehr viele, sehr bedenkliche Daten ein. Und auch auf unsere großen Ziele bezogen, wenn sich die Studentinnen und Studenten daran gewöhnen, dass man so Sachen eingelöffelt bekommt, super, einfach, immer gerade in Portionchen das, was man braucht. Ist das das, was wir wollen? Ist das das Signal, was wir senden wollen? Oder wollen wir nicht doch, dass sie sich daran gewöhnen, dass man sich durch manches selber durchbeißen muss?
muss man im Hinterkopf behalten. In den ersten Semestern muss es vielleicht so sein, aber dann müssen wir da rauskommen aus diesem Modell auch wieder, dass da mehr Biss gefordert wird. So, das war jetzt ein superschneller Kurs hier zu Chancen und Fallen. Was würde ich Ihnen jetzt vorschlagen? Was kann man denn hoffentlich tatsächlich tun? Wie ich es versuche, ist, möglichst viel aus der Präsenzveranstaltung zu holen. In jedem Sinne, möglichst viel aus der Präsenzveranstaltung rauszuholen, was da nicht rein muss. Und die Präsenzveranstaltung so zu nutzen, dass sie maximal genutzt wird. Alles, was die Elektronik schlecht kann, alles, was außerhalb der Lehrveranstaltung in der Präsenz schwierig ist, das machen wir in der Präsenz und dann versuchen wir alles andere, das, was die Elektronik kann, was man nach außen verlangen kann, versuchen wir da rauszuschieben, um Freiraum zu haben. Denken Sie an die Workload vom Anfang. Es wird viel zu wenig getan außerhalb der Lehrveranstaltungen. Wie können wir die Studentinnen und Studenten dazu kriegen, dass sie außerhalb der Lehrveranstaltung was tun? Punkt 1, wie können wir die Lehrveranstaltung dann sinnvoll nutzen? Die Zeit, die wir in der Präsenz haben, die knappe und wertvolle Zeit, die wir in der Präsenz haben, damit die Studentinnen und Studenten was von mir direkt erfahren, damit ich aber auch insbesondere etwas von denen erfahre, was schief geht, damit wir gemeinsam diskutieren können. Herausfordernde Aufgaben, das ist auch einer der Punkte vom Anfang. Wie arbeitet man in diesem Fach? Wie gehe ich in der Elektrotechnik eine bestimmte Aufgabenstellung dran? Wie sieht überhaupt eine echte Aufgabenstellung in der Elektrotechnik aus? Wie google ich und so weiter und so weiter? Sowas mal im großen Zusammenhang zu sehen, eine herausfordernde Aufgabe. Da ist es extrem hilfreich, wenn jemand dabei ist und sagen kann, vielleicht doch lieber so, vielleicht doch lieber so, guck mal hier, probier mal jenes. Das geht mit der direkten Betreuung. Das ist sehr schwierig, zu Hause oder auf dem Flur zu machen. Das wäre die Grundidee, bei der ich starten würde. Die Präsenz entschlacken und für was Besseres, was Wichtigeres nutzen, als zu erzählen. Die Präsenz besser zu nutzen, fangen wir vorsichtig mit dem Medieneinsatz an, das kann zum Beispiel dann eben sowas sein, wenn Sie ein schönes Schlagwort brauchen, Cognitive Apprenticeship, die Lehre im Sinne der Lehre beim Meister, die Lehre auch für kognitive Aufgaben, nicht nur die Tischlerlehre, aber analog dann eben, wie man kognitiv an Aufgaben dran geht. Wenn Sie komplexere Aufgaben stellen in der Veranstaltung, insbesondere solche Aufgaben, die Sie auch selbst noch nie gelöst haben, oder wo unerwartete Sachen passieren können. In der Informatik mache ich zum Beispiel fast nur Programmierung. Die Studentinnen und Studenten bringen ihre Rechner mit und wir programmieren gemeinsam. Und natürlich gibt es dann ständig irgendwelche Fehler oder irgendwelche Spezialkisten, die ich auch selbst erstmal durchdringen muss. Und das heißt, die Studentinnen und Studenten erleben mich bei der Fehlersuche, beziehungsweise das mache ich natürlich mit denen gemeinsam, interaktiv. Wie soll man denn jetzt vorgehen für die Fehlersuche? Welche Variable ist die verdächtige? Was sollte ich mir angucken? Wo setze ich Breakpoints und so weiter? Das kann man in der Präsenz dann wunderschön machen. Man hat die Zeit dafür, wenn man sehr viel auslagert aus der Präsenz. Vielleicht kann man zwischendurch sogar mal einen Wikipedia-Artikel korrigieren, dass die Studentinnen und Studenten mal sehen, dass man Wikipedia nicht nur konsumieren kann, sondern auch editieren kann. All sowas ist Live-Einsatz von Medien in der Veranstaltung, der möglich wird, wenn man Platz schafft, dass man nicht so viel erzählen muss. Gäste per Videokonferenz reinholen, habe ich schon erwähnt. Schnelle Rückmeldungen. Ich habe normalerweise so kleine Gruppen, dass ich einfach rumgehen kann und sehe, wenn ich den Studenten und Studenten eine Aufgabe gegeben habe, wenn ich aufs Papier gucke und mit denen rede, dass ich sehe, ob es hinhaut, nicht hinhaut. Wenn Sie größere Veranstaltungen haben, dann eben doch vielleicht mit 60, 70, 80, 90 Leuten, dann ist es leicht hilfreich, mit Klickern oder sowas zu arbeiten, dass man direkt Rückmeldungen geben kann. Ich persönlich bin kein Fan von den üblichen Klickern, da kann man dann nämlich nur sagen, ist die Antwort A, Antwort B, Antwort C, Antwort D. Ich möchte gerne improvisieren können, möchte auf die aktuelle Situation reagieren können, ohne erst eine PowerPoint-Folie machen zu müssen mit A, B, C, D und Ähnliches. Das zeige ich Ihnen mal mein System. Sie sehen, hier haben jetzt drei Knöpfchen mehr. Sie dürfen tatsächlich mal Ihr Handy rausholen. Ich hoffe, ein paar Leute haben Ihr Handy dabei. Und dann dürfen Sie zu dieser URL gehen. Und dann wäre jetzt die Aufgabe an Sie, analog zu einer Aufgabe an meine Studentinnen und Studenten. Die Aufgabe wäre dieser. Der Verbrauch eines Kraftfahrzeugs wird ja bei uns gerne in Liter auf 100 Kilometer angegeben. In den USA aber in Miles per Gallon. Nehmen Sie mal Ihr Handy oder Ihr Tablet oder was Sie sonst so haben, Notebook geht auch, wobei Sie da mit dem QR-Code nicht viel anfangen können wahrscheinlich, und zeichnen Sie das ein mit dem Finger oder mit der Maus. Zeichnen Sie ein, wie ist der Zusammenhang zwischen Miles per Gallon und
Liter auf 100 Kilometer als Kurve. An dieser Stelle sollte ich vielleicht mal gerade ausblenden, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen hier. Das ist jetzt eine andere Art eben von Interaktion. Ich erzähle mal einfach weiter, während Sie da schon ein bisschen was reinmalen. Das ist jetzt nicht einfach nur A, B, C, D, wählen Sie eine der Lösungen, sondern man kann zum Beispiel in der Mathematik Kurven abfragen. Jemand von auswärts wird das jetzt einsetzen für Elektrotechnik, dass man Schaltungen vervollständigen muss. Was gehört da wie rein? Ein NPN-Transistor oder ein PNP-Transistor oder doch lieber ein Thyristor? Und wie wird drumherum die Schaltung aussehen? Also an ganz vielen Stellen kann man hoffentlich einfach in der Veranstaltung sowas improvisieren. Wenn man feststellt, gerade ist verständnismäßig was in den Wald gelaufen. Okay, gucken wir mal gerade, versuchen Sie dieses Diagramm zu vervollständigen. Das kann man einfach hinzeichnen und die Studentinnen und Studenten sollen mitarbeiten dann. Jetzt machen wir gerade hier das wieder weg. So, jetzt haben wir hoffentlich ein paar Antworten. Ja, wir haben in der Tat ein paar Antworten. Und jetzt könnte man diskutieren. Also sowas oder sowas oder sowas. Vor allen Dingen anonym. Das kommt auch sehr gut an für die bei den Studentinnen und Studenten. Man muss sich nicht outen, dass man es war, der diese Antwort gegeben hat. Wir können jetzt frei schwebend, ohne jemanden persönlich anzusprechen, können wir das jetzt diskutieren. Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Oder ist doch das sinnvoll? Denn das kann nicht ganz sinnvoll sein, dass das da unten durch die Achse geht. Aber das kann jetzt auch einfach an der wahnsinnig schlechten Auflösung des Handys liegen oder an dem kleinen Bildschirm vom Handy liegen. Was ich gerade spannend finde, dass ich mehrere von der Sorte finde. Müsste man diskutieren jetzt. Und vor allen Dingen kann man es diskutieren. Sie könnten auch sagen, jeder diskutiert mit seiner Nachbarin, mit seinem Nachbarn. Ist das jetzt eigentlich sinnvoll oder nicht sinnvoll? Es gibt es auch als offizielle Methode, Peer Instruction von Masur, wenn Sie es googeln wollen. Sowas finde ich sehr hilfreich. Das wäre jetzt eine direkte Rückmeldung innerhalb der Veranstaltung. Ich erfahre als Lehrender anonym, was geht und was nicht geht. Einen Schritt weiter, also nach der interaktiven Mediennutzung in der Veranstaltung, einen Schritt weiter, Flip Teaching mit Quizzen. Videos vorab, das ist ja das Übliche bei Flip Teaching, dass man Videos bereitstellt. Was ich nicht mache, wegen Prüfungsordnung und Anwesenheitspflichtverbot, was ich nicht mache, aber was ich weiß, was funktionieren würde, vielleicht kriegen Sie es hier hin, achten Sie auf Ihre Prüfungsordnung. Wenn Sie nicht nur Videos bereitstellen, die werden im Zweifelsfall nämlich nicht angeguckt, wenn Sie obendrein Quizze bereitstellen und für die Quizze Bonuspunkte geben, dann wird es funktionieren. Wenn Sie das nicht machen, wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, dann sich die Leute auch nicht ordentlich vorbereiten. Also die Moral aus allem, was bisher so berichtet wird, ist, geben Sie Online-Quizze dafür Bonuspunkte, dann wird es funktionieren, dass Leute sich das vorher angucken und nicht erst 2 Tage vor der Prüfung. Diese Online-Quizze am besten natürlich, damit es wirklich sinnvoll ist, unter Aufsicht zum Beispiel ein PC-Poolraum oder jeder bringt sein eigenes Gerät mit. Bring your own device, schön modisch, haben den Passwort dazu, bring your own device, jeder bringt sein Gerät mit. Es gibt inzwischen auch Software, mit der man die eigenen Geräte soweit sperren kann, SEB, Safe Exam Browser von der ETH zum Beispiel. Mit der Software kann man das Gerät der Studentinnen und Studenten soweit blocken, dass sie dann tatsächlich nicht bei der Matheprüfung auf Wolfram Alpha nachgucken, wie dann die Polynomdivision funktionieren würde oder was das Ergebnis gewesen wäre. Wenn das klappt mit der Vorbereitung, ist es wunderbar. Dann haben Sie eine sehr interaktive Präsenzveranstaltung. Es läuft wunderschön, endlich mit vorbereiteten Studentinnen und Studenten da zu arbeiten und sich den tieferen Fragen widmen zu können. Das ist natürlich bis dahin ein weiter Weg. Man braucht Videos, eigene oder von Fremden, man braucht Quiz und so weiter. Fangen wir vielleicht lieber etwas einfacher an. Erste Schritte, was ich Ihnen nahelegen wollen würde, wenn Sie feststellen, es gibt immer einen besonderen Fehler in der Klausur oder Sie haben gerade eine Klausur geschrieben, schreiben lassen und es ist ein Fehler, der besonders ins Auge sticht, dann machen Sie doch einfach mal ein Video dazu, in dem Sie in 10 Minuten erklären, wieso, weshalb, warum, was da immer schief geht. Man muss ja nicht flächendeckend sofort alles aufnehmen, man kann ja mal mit was Einfachen anfangen, was einen sehr hohen Effekt hat, also the lowest hanging fruit. Nehmen Sie die Äpfel, die am tiefsten am Baum hängen, die Sie mit der Hand ohne Leiter erreichen. Eine andere low hanging fruit ist so eine Laborpraktikumsvorbereitung in der Chemie. Wie pipettiert man, wie titriert man? Das mal als 10-Minuten-Video, wenn es das nicht sowieso schon gibt. An ganz vielen Stellen habe ich das schon gesehen, dass irgendein Unifachbereich das irgendwo schon mal auf YouTube gestellt hat. Vielleicht können Sie was von den Sachen nehmen, die es da gibt. Vielleicht stricken Sie noch einen Quiz dahinter, dass Sie dann sogar auf der Hochschullehrplattform sehen können, aha, Person X
hat tatsächlich dieses Quiz korrekt bearbeitet, können wir so ins Labor lassen, wir müssen kein Attestat fürs Labor machen. Dann haben Sie im Labor vielleicht schon wieder eine Viertelstunde gespart. Wir müssen auch keinen nach Hause schicken, weil wer das nicht gemacht hat online, der braucht sowieso gar nicht zu erscheinen. Der bleibt sowieso dann draußen. Als einfache Schritte. Was mir immer klarer wird, letzter Punkt für heute Morgen von mir, was mir immer klarer wird, ein sehr einfacher Schritt, den man mal gehen müsste, ist folgender, dass man die Namen der Studentinnen und Studenten auswendig lernt, was mir extrem schwer fällt. Es gibt so die ein oder andere App, mit der man sowas üben kann, auch eine Art von Digitalisierung. Gefällt mir alles noch nicht so richtig gut. Ich überlege gerade, ob ich mal selbst eine App schreibe, mit der ich endlich die Namen meiner Studentinnen und Studenten lerne. Das ist zum Beispiel ein Zeichen der Wertschätzung, dass ich nicht immer sagen muss, Sie da hinten in dem blauen Pulli, sondern dass ich wirklich sagen kann, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, so und so. Wenn Sie das Signal senden, dass es Ihnen wert ist, die Namen der Studentinnen und Studenten zu lernen, dann ist das schon ein sehr teures Signal. Und ganz wichtig, bevor einer ankommt, natürlich nicht mit einer Datenbrille. Es ist mir auch klar, dass Sie sowas wie Google Glass, wenn es die noch gäbe, aufsetzen können und dann würden Sie direkt dann eingeblendet sehen, Gesichtserkennung, welche Person das ist. Das ist keine Wertschätzung, das ist ein Überwachungsstaat. Also wirklich die Namen auswendig lernen, selber wissen. Ganz simple Schritte, mit denen man mal in die Digitalisierung einsteigen kann. Dankeschön.